Hallo. Heute möchte ich Ihnen unsere zwei neuen Stempelsets vorstellen. Wir haben einmal das Silhouettenstempelset Giraffe, was man hier wunderbar sieht. Und wir haben das Silhouettenstempelset Zebra, wo auch sehr viele feine Stempel dabei sind, wie hier man wunderbar sieht, die Flamingos und die Zebras. Es folgen nun drei Anleitungen zu diesen Stempelsets. Hier zeige ich euch die erste Anleitung. Das ist ganz einfach, weil auf diesem Stempel das Bild bereits so gut wie fertig ist. Da muss man nicht mehr viel machen, sondern vielleicht noch ein paar Vögel in den Himmel setzen und das Gras erweitern. Ich arbeite auf Keramikpapier und stemple die alle Anleitungen mit Archival Ink, und die Hintergründe sind immer mit den Distress-Farben eingefärbt. Ich benutze hier Orange und gelbe Töne. Man kann aber grundsätzlich natürlich nach Belieben das einfärben in den schönsten Tönen, wie man natürlich Lust und Laune hat. Das ist nur eine Idee hier, die ich mache, sodass Sie so ein bisschen eine Anleitung haben, wie das Ganze funktioniert. Erstmals bieten wir Landschaftsschablonen an. Mit diesen Schablonen kann man wirklich absolut leicht und perfekt Hintergründe gestalten. Es gibt fünf verschiedene, wo zum Beispiel Berge drauf sind, wie das, was ich jetzt gerade hier mache. Und zwar gibt es dreimal Berge und zweimal gibt es so, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Landschaftshintergründe, was man aber auch fantastisch für Wasser benutzen kann, was man in einem der späteren Videos noch sieht oder späteren Anleitungen gleich noch sehen kann. Das sind jetzt gerade die Berge, und jede dieser Schablonen ist immer mit dem Motiv in positiv und negativ. Das heißt, man kann einmal wie hier jetzt diese Berge mit dem Blending Tool und dem Distress Stempel kissen. Nein, man kann aber auch, was ich jetzt mache, das gleichzeitig maskieren, das heißt also auch zudecken. So hat man die Möglichkeit für beides, also zum Gestalten und zum wieder zudecken bzw. maskieren. Wer natürlich, ich mache das immer von Hand so, aber wer ganz genau oder ganz sauber arbeiten möchte, kann diese Schablonen natürlich auch festkleben auf der Karte oder an den Seiten. Trockne ich die ganze Karte, damit wirklich nichts verschmiert, wenn ich gleich das Wachs auftrage. Jetzt nehme ich ein weiches Tuch, gehe mit dem Tuch in das Wachs und trage eine
dünne Schicht auf die Karte auf. Das lasse ich minimal trocknen. Das braucht wirklich nicht lange. Dann nehme ich wieder das gleiche Tuch oder ein anderes weiches Tuch und poliere die Karte. Anschließend sieht es wirklich aus wie gedruckt. Also man kann nicht erkennen, dass es gestempelt ist. Es sieht absolut aus wie ein Druck, weil wir diesen seidenmatten Schimmer komplett über die ganze Karte haben. Und gleichzeitig ist die Karte damit natürlich auch noch toll versiegelt und geschützt. Jetzt kommt die zweite Anleitung. Hier arbeite ich jetzt mal mit den Stempeln aus dem zweiten Set, die fast so feinkonturig sind. Es sind also nicht nur Silhouettenstempel, sondern da gibt es also die Tiere, wie hier die Zebras, die dann auch fein ausgearbeitet sind, oder zum Beispiel die Flamingos. Und damit beginne ich, weil ich sie maskieren muss, damit ich den Hintergrund gestalten kann. Würde ich den Hintergrund zuerst machen und die Zebras hinterher draufstempeln, würde man ja überall, wo jetzt das Weiß oder wo es halt nicht gestempelt ist, wo man jetzt das Weiß sieht, würde man ja den Hintergrund durchsehen. Also stempel ich die Zebras zuerst, werde sie dann maskieren. Ich mache das mit dem Tulip Soft Lack, werden Sie gleich sehen. Und dann gestalte ich den kompletten Hintergrund. Motive zu Ende gestempelt und jetzt muss ich die Zebras maskieren, damit ich den Hintergrund gestalten kann. Dafür nehme ich von DecoArt den Soft Touch Matte Lack und male mit einem feinen Pinsel die Zebras komplett aus. Lasse das trocknen, das geht relativ schnell, kann man auch mit dem Föhn antrocknen und damit sind die Zebras komplett maskiert, also zugedeckt. Und durch das Matte glänzen sie auch nicht, sondern sie sind halt einfach nur maskiert. Jetzt für die Hintergründe benutze ich die zwei anderen Landschaftsschablonen, wo ich eben von gesprochen habe. Die zeigen wirklich so, man kann das jetzt schon erkennen, dadurch, dass sie diese Wellen innen drin haben. Das sieht wirklich aus wie so eine ganz lang gestreckte Landschaft, wenn man sie gestaltet. Hier sollte man beachten, dass man immer mit der dunkelsten Farbe anfängt, also direkt oberhalb des Grases die dunklere Farbe nimmt und dann mit immer weiter, wenn man in Richtung des Horizontes geht, dann immer weiter mit einer hellen Farbe arbeitet. Was ich auch mache, dass ich dann ganz zum Schluss wirklich nur noch ganz leicht mit dem Blending Tool an der Schablone entlang gehe, dass es dann, wenn es zu der nächsten Farbe hinübergeht, dass es da schon fast wirklich noch heller wirkt. Ja, jetzt kann man das ganz toll sehen, dass es dann immer noch heller ist. Und jetzt sieht das ja wirklich aus, als wäre diese Landschaft ganz weit, also ganz weitläufig.
jetzt maskiere ich die Berge, mal noch eine schöne Sonne dorthin und werde die Karte genauso fertig machen wie die andere. Das heißt, dass ich da wieder mit Wachs versiegeln werde, damit das wunderbar aussieht. Natürlich schneide ich sie vorher zurecht, da der eine Stempel ja Gras auf beiden Seiten hat, damit man mal das längere Gras hat und mal das kürzere Gras. Das heißt, unten den Rand der Karte werde ich noch abschneiden. Sehr gut zu erkennen sind jetzt, dass die Zebras weiß geblieben sind, obwohl ich halt komplett mit dem Distress darüber gearbeitet habe. Arbeite ich mit den Flamingos und das Tesa Crepe habe ich jetzt nur benutzt, um mir eine virtuelle Linie zu machen, damit ich es schaffe, die Gräser oben relativ gerade nebeneinander zu stecken. Man kann da auch ein Lineal ansetzen oder so irgendetwas Ähnliches machen. Oh,
Flamingos maskieren. Ich male nur gerade die Schnabel an und dann nehme ich wieder DecoSoft Matte Lack und werde die Flamingos damit ausmalen, sodass ich sie damit maskiert habe. Wasser herzustellen, arbeite ich wieder mit den Schablonen, mit den Wellen. Und jetzt setze ich sie aber nicht immer vollständig an, sondern immer nur so stückchenweise werde ich sie hin und her, sodass es wirklich aussieht wie Wellen. Man sieht es jetzt ganz genau. Immer nur stückeweise benutze ich halt nur gerade diese Wellen und gehe dann mit einem der gleichen Farbe ganz leicht über die Schablone. Werde ich jetzt mit Wachs versiegeln und ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss, bis bald, eure Blanche.